Manchmal muss man sein Glück ein wenig herausfordern und da habe ich genau das Richtige für euch. Eurojackpot, Europas Millionenlotterie. Jeden Dienstag und Freitag bis zu 120 Millionen Euro zu gewinnen. Chance 1 zu 140 Millionen. Teilnahme ab 18. Spielen kann süchtig machen. Infos unter checkdeinspiel.de. Whitelisted. Moin und herzlich willkommen zum Elbblick Magazin Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin Nussin Amrus und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. In den vergangenen Jahren durften wir Philipp Westermeier, Gründer der Online-Marketing-Rockstars, interviewen und ihn fragen, warum 72.000 Menschen auf das riesige OMR-Event kommen. Dieses Jahr hatten wir erneut die Chance und er verrät uns, warum Kim Kardashian kommt und auf wen er sich noch so freut. Hallo Philipp. Hallo Nussin. Eine Tradition. Ja, ich genau. Möchte das jetzt die nächsten 30 Jahre durchziehen. Aber ich weiß nicht, ob wir uns dann immer noch was zu sagen haben. Ich hoffe, es wird noch ein Festival geben in 30 Jahren. Ja, also warum nicht, ja? Warum nicht? Also die Welt verändert sich zwar, aber vielleicht anders, aber... Das Festival passt sich an. Die Themen ändern sich, aber die Idee des Zusammenkommens und so, die müsste eigentlich bleiben, hoffe ich. Ich hoffe sehr. Du hast ja mal gesagt, beim letzten Mal, du möchtest ja auch noch irgendwie Kreuzfahrtschiffe mit einbinden. Das steht dieses Jahr oder 2030? Nee, dieses Jahr kommt es nicht. Also die Idee war ja, die mit einzubinden, um halt zusätzliche Schlafmöglichkeiten zu haben, weil die Hotelkapazitäten in Hamburg ja in dem Falle in diesen beiden Tagen zumindest knapp sind und die Preise deswegen hochgehen. Da suchten wir nach Möglichkeiten und haben auch da wieder geguckt. Es ist... nicht so einfach, wir wollen das auch vernünftig machen, das heißt bestenfalls Schiffe, die ohnehin in Hamburg wären oder nicht weit weg, um da jetzt nicht riesige Kosten aufzuwerfen, Emissionen auszulösen, aber die Idee ist noch da. Wir haben jetzt aber herausgefunden, dass es, glaube ich, noch einfacher, noch naheliegender ist, noch besser den Leuten zu erklären, dass sie zum Beispiel auch in Lübeck oder Lüneburg oder Elmshorn übernachten können, da gibt es ja auch Hotels und es ist halt wahnsinnig nah dran, das wissen nur viele gar nicht, die von irgendwo außerhalb von Hamburg kommen, dass man meinetwegen in Lüneburg mit dem Regionalexpress in 15 Minuten in Hamburg ist und dann direkt ja auch vom Bahnhof innerhalb von wenigen Minuten zu Fuß in der Messe, weil ja die Messe mitten in der Stadt ist in Hamburg, direkt am Bahnhof. Und das wissen halt viele nicht, sondern die denken dann, Mensch, das ist mir viel zu weit weg, aber es ist es gar nicht. Ich habe ja deutlich festgestellt, dass Kiel gar nicht so weit weg ist. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht vorher wusste. Absolut, könnte man auch pendeln. Also von nach Kiel fährst du im Zug, weiß ich gar nicht, welcher nachdem, welcher, wenn jetzt einen Regionalzug fährst, wahrscheinlich 35, 40 Minuten. 40 Minuten, glaube ich. Das ist ja auch nicht viel. Und wenn ich dann manchmal denke, wenn man am Auto sitzt und von dem einen Ort in der Hansestadt zum anderen will, also wenn du von Ottmarschen nach Wandsbek willst, dann kann das auch schon mal eine Stunde dauern. Absolut. Oder mehr. Ja, also ich würde auch sagen, wenn du irgendwie da von Ottmarschen, Blankenese irgendwo in Osten musst, bist du schnell bei einer Stunde, gerade morgens. Ist ja in Großstädten allgemein so. Deswegen, ich bin jetzt auf dem Trip, oder wir alle hier in der Firma, nochmal zu sagen, ey, nutzt das Umfeld und die Züge, denn es ist wirklich dann nicht weit und geht schnell und dann gibt es halt da noch genug Kapazitäten. Also, wie hast du das denn überhaupt letztes Jahr verdaut? Das wollte ich wissen, weil das war ja wirklich wieder ein Ansturm. Ich war natürlich auch da und habe gedacht, wow, also das Einlassmanagement war auf jeden Fall besser. Es ging super schnell, das kann ich dir sagen. Ich fand auch tatsächlich, es gab ja diese Straßensperre. Das war wirklich auch optimal, wenn man eben zu Fuß kommt und dann einfach die Straße überkreuzt. Allerdings fand ich es auch wieder wahnsinnig voll. Und ich bin tatsächlich gerade so... kann nicht gut mit Menschenmassen, aber das ist dann natürlich auch eine schlechte Wahl, wenn man dann weiß, da kommen 72.000 Menschen. Aber das war dann so mein persönliches Ding. Wenn man also wir waren ganz zufrieden mit der ganzen Logistik. In der Tat war das alles viel besser als im Jahr davor. Da war es ja das erste nach Corona-Jahr, da war noch hier und da ein bisschen was ungeplant oder nicht genau perfektioniert. Im letzten Jahr, finde ich, war das wirklich reibungslos, sagt man ja so. Du kamst da problemlos rein. Es ging recht schnell mit Essen, Trinken. Und man hatte, glaube ich, jetzt kaum Probleme. Aber natürlich war es auch voll. Das will ich gar nicht bestreiten. Es soll ja auch irgendwie so sein, dass da möglichst viele Leute zusammenkommen. Mal gucken, wie voll es dieses Jahr wird. Wir haben ja die Ticketpreise ein bisschen angepasst. Auch angehoben, kann man ja auch sagen. Mal gucken, wozu das führt. Vielleicht sind dann auch ein paar Leute weniger da und uns wurde von vielen zurückgespielt. Es wäre gar nicht schlecht, wenn es ein paar Leute weniger wären und so ja auch die Idee, den Ticketpreis ein bisschen zu erhöhen. Also ist die Selektion durch den Ticketpreis oder? Ja, ist eine Selektion sicherlich, klar. Es ist natürlich die einfachste, die offensichtlichste, die auch die dazu führt, dass am Ende die, sagen wir mal, berufliche Relevanz der Gäste
klar zu trennen ist, ne? Weil wenn jemand sagt, 500 Euro möchte ich mir nicht leisten, dann ist das vielleicht auch gar nicht so relevant für unsere ganzen Aussteller, als jemand, der das halt alleine freizeichnen kann, der das hier alleine das irgendwie genehmigen kann. Und deswegen haben wir da den Ticketpreis unter anderem angepasst, aber auch, weil einfach wir glauben, es ist noch viel einfacher, noch viel fairer mit einem Preis. Wir machen jetzt da keinerlei Spielereien mit Early Bird, Late Bird, irgendwas. Manche haben dann irgendwie Black Friday gehabt, manche nicht. Dieses Jahr gibt es alles nicht. Es ist alles ganz straightforward. Wir haben eine andere Kostensituation. Wir sind im Wettbewerb zu anderen Events in Europa oder in der Welt, die sowas Ähnliches anbieten. Es gibt ja gar nicht so viele, aber die es gibt, die sind alle deutlich teurer. Deswegen haben wir das Gefühl, wir können das machen. Ich muss dir sagen, wir zeichnen ja diesen Podcast auf ein paar Monate vor dem Event. Zwei Monate. Zwei und zwei Wochen oder so, ja. Ja, und letztes Mal warst du super entspannt und hast gesagt, das macht mein Team. Und jetzt ist halt die Frage, heute, Stand jetzt, auch entspannt? Oder gibt es noch so Sachen, wo du sagst, ja, das weiß ich von letztem Mal, da dachte ich auch, ich bin entspannt und dann bin ich irgendwie völlig ins Schwitzen gekommen. Nee, also vollkommen entspannt, das wäre jetzt auch gelogen, war wahrscheinlich im letzten Jahr jetzt nicht ganz alles super entspannt, aber ich bin jetzt nicht gestresst oder wir haben alle unsere To-Dos und klar abgesprochen, wer was macht und ja, da fühle ich mich jetzt recht gut so unterwegs. Wir haben jetzt ja auch wieder 2 Jahre Erfahrung sammeln können nach der Pandemie, wo es ja dann 3 Jahre lang ausgefallen war. Jetzt wissen wir wieder, wie es läuft. Alle haben das jetzt vor ein paar Monaten noch gemacht. Also es wird schon laufen. Kommt es dir vor, als ob es gestern war? Kennst du das wie Weihnachten? Du hängst die Weihnachtsdeko auf und auf einmal ist schon, du kannst sie eigentlich hängen lassen. Ja, also mal so. Es gibt sicherlich so Momente, die erscheinen mir gar nicht so lang zurück. Aber manchmal, wenn ich so denke, was in einem Jahr dann alles passiert ist, dann denke ich mir, okay, ist doch eine Weile her. Also, es ist erstaunlich. Ich habe das nicht so das eine Gefühl dazu. Vielleicht auch, weil jetzt durch das ganze OMR-Leben bei mir im Job doch recht viel passiert und ich irgendwelche ungewöhnlichen Momente habe und so auch so Einschnitte, wo ich denke, krass, ey, dass das jetzt passiert. Und dann macht das ja sozusagen die Zeit auch länger, als wenn man so sehr eintönige Tage hat, das sorgt dafür, dass das alles viel, viel früher zurückwirkt. Also, Ich habe auch Momente, wo ich denke, wie schnell das geht, aber manchmal denke ich auch, ach krass, ja, stimmt, ey, ist echt, so ein Jahr kann auch lang sein. Und weil du gerade eben gesagt hast, da passiert dann so viel, kann man dann überhaupt, ich sehe ja auch, wie du unterwegs bist, ich verfolge dich natürlich auf Social Media und ich sehe ja immer, wen du triffst und denke so, ja, das wäre für mich auch ein Highlight gewesen oder das wäre für mich auch ein Highlight gewesen. Yeah. Man kann da ja kaum noch hinterherkommen und denkt sich, also der hat in einem Monat 5 Highlights, von denen andere träumen. Nimmst du das dann auch so wahr? Also weil du so Leute triffst, wo ich sage, wie trifft man die? Wann trifft man die und wie hat er das gemacht? Ja, also ich meine, also erstmal ist es für mich schon echt irgendwie ein super Berufsleben, gar keine Frage. Und ich freue mich total über die Highlights. Bei mir ist es natürlich auch so, Leute treffen, wie bei allen Dingen, wird dir auch so gehen. Wenn man das dann häufig macht, dann gewöhnt man sich ein bisschen daran. Dann sind es halt auch am Ende natürlich alles nur Menschen und dann ist es natürlich auch interessantere Menschen und so. Aber man gewöhnt sich mehr dran und es bedarf dann auch mehr, um halt ein besonderes Highlight zu sein. Aber mir ist dann auch so, es gibt dann immer wieder eine ungewöhnliche Reise. Ich weiß, in diesem Jahr in Kitzbühel Anfang des Jahres nochmal separat in Lech irgendwie mit auch echt immer unterschiedlichen so Gruppen von Leuten, das war Highlights, also die Reise eher, dann auch so die Erlebnisse mit der Firma, was man so hier dann auch so erreicht, irgendwie wenn man einen neuen Bereich aufbaut. Wir haben jetzt ein, zwei größere Dokumentationsprojekte angefangen. Das sind auch so Sachen, die jetzt unabhängig von Einzelpersonen also Highlights sind. Aber klar, mein Podcast-Leben lebt natürlich sehr stark davon, dass da immer wieder coole Gäste sind. Und dann denkt man sich, oh wow, das ist ein Highlight, muss ich direkt reinhören. Das geht mir tatsächlich so. Ja, yeah, so soll es ja auch sein. So soll es auch sein, ne? Ja. Aber ich frage mich dann tatsächlich auch, also du sagst, du erlebst viel. Kann man dann überhaupt nochmal sagen, wenn man dich fragen würde, ja, was ist denn so wirklich bei mir drin geblieben? Das kann man doch gar nicht sagen, weil das sind so viele Sachen. Wenn du sagst, ja, die Reise war schön nach Lech, aber gibt es da sowas, wo du sagst, ey, das war so außergewöhnlich, weil das wird wahrscheinlich auch nie nochmal passieren? Nee, so nicht. Das habe ich jetzt nicht, dass man jetzt sagt, okay, das ist jetzt so, das habe ich jetzt nicht so oft, natürlich nicht. Also das kann man ja auch nicht so oft haben in seinem Leben. Was für ein Leben sollte das sein?
Aber es gibt immer wieder sowas, wo ich denke, das ist jetzt wirklich außergewöhnlich. Ich bin wirklich dankbar für das, was ich jetzt hier erleben kann. Ich bin einfach auch generell so ein, glaube ich, recht positiver Typ. Ja? Versuche auch dann irgendwie die Sachen einigermaßen zu verdauen. Ich glaube, was nicht so einfach ist, ist, wenn man sehr viele Sachen aufeinander knallt und dann einfach so tut, als wäre nichts wäre. Also ich freue mich auch mal so, wenn es ein Wochenende ist und man auch mal so drüber nachdenken kann, ein bisschen aus diesem Rhythmus rausgeholt wird oder wenn man mal irgendwie eine längere Zugfahrt nutzt, um so, ja, so mal so Sachen ein bisschen zu verdauen. Aber das mache ich auch häufig jeden Tag abends, wenn ich nach Hause fahre, dass ich nochmal so über den Tag nachdenke und dann auch manche für mich selber so den Kopf schütteln, denke, okay, abgefahren. Also ich habe das neulich gehabt, ich hatte einen Podcast-Gast, der hat gesagt, in einem Zeitalter sind wir überfordert und diese Überforderung im Gehirn wirkt sich halt auch auf den Menschen aus und verändert den Menschen. Der hat übrigens auch ein Buch geschrieben, kommt im April, darf man noch gar nicht groß drüber sprechen. Mhm. Kannst du ja vielleicht nochmal lesen. Geht da um... wie heißt denn der Gast? Kester Schlenz. Ah. Kennst du vielleicht? Ja, von Gunnar und Ja. Ja, von Stern-Reporter. Ja. Genau, und der hat ein tolles Buch jetzt geschrieben, das kommt im April raus. Und dazu haben wir einen Podcast gemacht und er hat mit ganz vielen Forschern gesprochen und die ihm auch gesagt haben, unser Gehirn kann alles, was so auf uns einprasselt, nicht mehr verarbeiten, weil die Welt ist quasi viel zu schnell geworden für das, was es an Informationsflut gibt. Und wie kann man dann zum Beispiel sich dem entziehen noch? Weil es geht auch darum, zum Beispiel, wenn man etwas machen muss, wenn man zum Beispiel ein Newsletter abonnieren will, da muss man hier Doppelklick und alles. Und das ist so auch eine Überforderung. Man wird immer dazu aufgefordert, irgendwas zu machen. Mhm. Egal, ob es ein Newsletter abonnieren ist oder eben, ja, man muss hier noch einen Klickbox und da noch was. Und das ist auch dann so eine digitale Überforderung irgendwann. Und genauso wie die Reizüberflutung. Aber das hat man dann auch eben mit Eindrücken. Und wenn man sich dann nicht irgendwann mal abgrenzt, dann dreht man halt durch. Mhm. Das hat er so festgestellt. Und darüber denke ich nämlich häufiger nach und denke so, ich muss irgendwie mehr schaffen, mich auch Dingen zu entziehen, um das zu verarbeiten. Weil das Gehirn verändert sich sonst und kann es irgendwann nicht mehr. Ja, also ich höre sowas auch öfter mal, aber ich muss sagen, mir geht es jetzt so schlimm nicht. Also es klingt ja dann auch bei solchen Büchern häufig so, als wenn das jetzt wirklich auch echt schlimm wäre. Also ich empfinde mein Leben oder die ganze das Reizangebot, was ich so habe, jetzt nicht als schlimm. Also ich bin da echt total, weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass ich irgendwie einen relativ nativen Medienumgang habe mit Dingen, mit neuen Medien oder mich daran gut gewöhnt habe, mit Medien umzugehen. Aber also aktuell ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, boah, ich bin ja ständig, ich leide hier ständig unter meiner Umwelt. Das geht mir nicht so. Ja, das ist ja, dann vielleicht brauchst du das Buch auch gar nicht. Aber vielleicht nicht, ne? Er hat eine Kolumne damals geschrieben für den Stern und die kam so gut an, dass jemand gesagt hat, mach doch ein Buch daraus. Und deswegen ist dieses Buch entstanden, was im April rauskommt. Und ich fand den Podcast mit ihm, den ich gemacht habe, tatsächlich selber sehr spannend, weil ich darüber, über vieles noch gar nicht so nachgedacht habe. Also Hörtipp. Hörtipp für mich selber, ja, ist auch schlecht. Kester und Nussin. Ja, naja, es dauert noch, bis der kommt, aber ich will gar keine Werbung machen, weil ich ja deine wegen hier bin. Yeah. Und deswegen wollte ich dich nochmal fragen, ich habe vor 2 Monaten schon die Pressemitteilung bekommen, wer kommt, und dann denkt man sich, ein Knaller, Kim Kardashian, und alle haben gesagt, wow, warum kommt die denn? Und manche haben gesagt, verstehe ich, warum sie kommt. Warum kommt sie? Also was fasziniert dich daran? Naja, ich meine, die ist ja schon in der digitalen Medien- und Marketingwelt sehr erfolgreich und vielleicht eine der erfolgreichsten Einzelpersonen überhaupt. Also insofern finde ich das jetzt nicht so ungewöhnlich, dass wir uns darum bemühen, jemanden zu bekommen, der jetzt auf diesen neuen Plattformen zeigt, wie man da Reichweite aufbaut, Geschäfte aufbaut. Das ist ja das, was alle wissen wollen und alle beobachten. Und sie ist ja da einfach die Marktführerin sozusagen, die absolute OG-Influencerin und der sozusagen Nutzerin hat diese Plattform irgendwie gehackt und generell so wahnsinnig einflussreich für Popkultur und für die Art, wie man heute Geschäfte macht in Teilen. Und deswegen finde ich das naheliegend, dass wir sich da uns bemühen. Die Überraschung ist vielleicht, dass es wirklich klappt und dass die jetzt aus L.A. nach Hamburg kommt, weil das müsste sie sicherlich nicht tun. Und ich habe auch nicht genug Geld, um jetzt ihr da rein über Kohle das quasi einzukaufen. Sicherlich spielt auch ein Honorar eine Rolle und auch Reisekosten, die jetzt erheblich sind.
Aber also ich glaube, kein Geld der Welt, das ich jetzt hätte, könnte sie motivieren zu kommen. Oder generell, selbst sie hat, ist ja wohl Milliardärin, also zu sagen, hey, komm nochmal nach Hamburg, ich zahle dir dafür was, bringt glaube ich nichts. Sondern sie hat einfach, wir haben die Chance gehabt, ihr und ihrem Umfeld nahe zu bringen über Leute, die man gemeinsam kennt, dass es für sie sinnvoll sein könnte, dass wir hier eine coole Plattform gebaut haben. Dann haben wir es gezeigt, erklärt, Bilder, Videos, Reichweitenzahlen. Und dann gab es eine Gesprächsgrundlage und dann hat es geklappt. Ja. Ich frage mich dann, was ist denn wirklich so eine Motivation, wenn man schon so weit oben ist, zu kommen? Das würde ich sie gerne mal fragen. Vielleicht fragst du sie das. Ja, wir also müssen es würde mich interessieren, aber du wirst sie treffen, oder? Bist auf jeden du dann, Fall, ja. Bist du dann aufgeregt? Denkst du dann so, wow, sie kommt? Oder ist es dann auch so, weil du schon so viele Menschen getroffen hast, die wichtig waren, dass du das dann gar nicht mehr so siehst? Also, sagen wir so, Stand heute bin ich jetzt noch nicht aufgeregt. Ich glaube auch, dass es wahrscheinlich wieder so ist wie so oft. Es sind doch alles normale, auch Menschen, irgendwie auch normale Wesen so. Auch wenn deren Leben ein paar Sachen anders funktioniert haben und die andere Momente hatten, wo sie auch Glück hatten sicherlich. Ja, also das wird schon werden. Und ich habe jetzt schon 1, 2, 3 Leute natürlich gesprochen, die sie auch ein bisschen näher kennen. Und das macht alles einen sehr normalen Eindruck, trotz dieser krassen Hintergründe. Und ja, also ich kann es jetzt am Ende auch nicht sagen, sondern sie sucht sich halt weltweit 2, 3 Sachen aus, wo sie hingeht, ihre Geschichte erzählt und klar, es muss dann irgendwie für sie passen. Und Es hat gepasst, ja. Auch terminlich aber, natürlich am Ende. Ja, ich frage mich dann, ob terminlich, das ist halt auch das Wunder. Ich meine, solche Menschen haben ja auch einen dicken Terminkalender. Absolut. Und wahrscheinlich nicht immer Zeit. Ja, wahrscheinlich nicht, aber wir sind jetzt auch schon seit einem Jahr fast dran. Ne? Also es ist nicht so, dass man das dann irgendwie so innerhalb von einem Tag immer so eben per Mail, sondern das ist jetzt schon ein längerer Prozess. Kenne ich. Ich mache ja immer noch Print und meine Anzeigenkunden teilweise 3 Jahre, bis sie dann mal was machen bei mir. Oh wow, okay. Also okay. Man muss immer dranbleiben. Das ist so eine Lehre, die ich gezogen habe. Aber ab von Kim Kardashian, was ist denn so dein persönliches Highlight, wo du sagst, du hast mir letztes Mal gesagt, da kamen 2, 3 Leute, die du gut fandest, die jetzt gar nicht so natürlich in deiner digitalen Welt vielleicht bekannt sind, aber so Insider, wo man sagt, ach, das lohnt sich aber auch. Ach, es gibt natürlich schon auch krasse andere Leute, die jetzt nicht immer Insider sind, aber ich bin genauso stolz, dass Rick Rubin da ist, der sehr legendäre Produzent. Ich freue mich über Tim Ferriss, an dem wir noch länger auch jetzt arbeiten, auch wirklich jahrelang, dass der Autor-Podcaster kommt. Ich freue mich, dass wir werden zum ersten Mal auch ein bisschen so die wirklich größere Politik haben. Unser Wirtschafts- und Finanzminister kommen. Das ist sicherlich auch ein gutes, interessantes Zeichen. Aber es gibt auch jedes Jahr, ich weiß nicht, was es sein wird. Im letzten Jahr war es ein Vortrag vom Gründer vom Tomorrowland Festival, so Hidden Champions, ne, die jetzt nicht auf der allergrößten Bühne stattfinden, aber einfach dann, das war im letzten Jahr wahrscheinlich der beste Vortrag insgesamt war von diesem Festivalgründer. Und das wird es auch in diesem Jahr geben. Ich habe noch nicht genau das Programm in allen Details durchgeguckt, dass ich sagen könnte, das wird es werden. Aber da ist so viel dabei und selbst wenn es jetzt nicht einen total life-changing Vortrag gibt, es gibt halt dann in den 2 Tagen, kann sich jeder ein Programm zusammenbauen, selber persönlich mit 3, 4, 5 Highlights, daneben Leute treffen, ein paar Stände besuchen, eine Masterclass. Mhm. Also ich finde auch alleine die Möglichkeiten und die Mischung, die man so zusammenstellen kann, ne, die ist halt super. Da ist es gar nicht so, das ist das eine Ding jetzt komplett herausragend, life-changing. Ich würde mir wünschen, ja, dass es uns gelingt, sowas da vor Ort zu haben. Ist aber in den letzten Jahren immer wieder passiert. Aber die Breite und die macht es da auch irgendwie echt einen Unterschied, glaube ich. Hast du denn letztes Jahr überhaupt geschafft, das zu sehen, was du sehen wolltest? Ich frage mich das immer, wenn dann irgendwas ist. Nee. Dann das schafft man immer gar ich nicht. An einem Tag letztes Jahr habe ich ja noch die eine Bühne moderiert, die Conference Stage. Und da war ich ja den ganzen Tag dort, habe dann natürlich da alles gesehen. Und am ersten Tag war ich sehr viel unterwegs. Aber ich gucke mir dann natürlich auch ein paar Sachen hinterher an. Ich spreche ja mit ganz vielen Leuten, auch bei uns aus dem Team, die dann alle einzelnen Bühnen verantwortet haben, da jeden Slot geguckt haben. Ja, und so kriegt man schon ein Gefühl. Ich habe das neulich gehabt. Ich mache ja, du weißt, meine Charity an Heiligabend. Und ich hatte das letztes Jahr an Heiligabend. Und ich dachte, naja, dieses Mal kommen 170 Leute.
ich möchte irgendwie mit jedem sprechen. Habe ich nicht geschafft. Nee, ich muss überlegen. Wie lange ist denn so ein Abendfeuer anstellen? Und 3 oder 4 Stunden? Sagen wir 4 Stunden, das sind dann ja, 240 Minuten. Ja, 14 bis 22 Uhr, aber ich habe es nicht geschafft. Okay, dann hättest du 8 Stunden, ja. Mal 60, immerhin. Das wären dann irgendwie 480 Minuten. Ja. Aber trotzdem, ja, wird eng. Ich habe jeden persönlich begrüßt, aber es ging nicht mehr über ein intensives Gespräch nach. Und das bedauere ich dann manchmal, dass man gar nicht, wenn man sowas macht, ich meine, das ist jetzt nicht vergleichbar mit OMR, aber dass man, wenn man etwas macht, darauf hinarbeitet und dann hat man gar keine Zeit, mit Menschen sich richtig auszutauschen, weil man nur von A nach B hetzt. Und ich meine, das ist bei mir auch so. Ich meine, es war ja früher so ein Hobby, wo insbesondere Freunde und Bekannte gekommen sind. Und mittlerweile sind natürlich nicht mehr alle jetzt Freunde und Bekannte, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber da war das auch so, dass ich es versucht habe, irgendwie die Leute zu sprechen. Mittlerweile habe ich den Anspruch jetzt auch nicht mehr so, weil es einfach gar nicht geht. Aber nervt dich übrigens, wenn dann alte Bekannte, ich sag mal, die du vielleicht gar nicht mehr näher kennst, dir ja schreiben und sagen, hey, ich möchte unbedingt kommen, kannst du mich noch reinbringen? Nervt dich das? Ach, na, eigentlich nicht. Denn ich freue mich drüber, weil es ist doch so, dass... Das ist ja ein Stück Anerkennung, dass die Leute halt kommen wollen. Und ich finde es, also ich freue mich über jeden, der kommt, wirklich. Und überhaupt, ich bin jetzt nicht, habe jetzt nicht so dieses Gefühl, so, wir sind jetzt so geil und jetzt wollen alle was von uns, wie nervig ist das denn, sondern überhaupt gar nicht. Ich freue mich, dass das, was wir da machen, so viele Leute interessiert. Und das ist erstmal das Allerwichtigste. Hast du manchmal das, also bei mir ist es beim Magazin so, ich bin das Gesicht, ich bin die, die dahinter steht und ich merke halt auch, wenn ich irgendwas sage oder mache, hat es immer einen anderen Impact, als wenn ich meine Praktikantin vorschicke, logisch. Aber wie ist das? Hast du nicht manchmal auch das Gefühl, ich möchte gar nicht mehr das Gesicht sein? Ich möchte es auch gar nicht mehr? Ich möchte auch mal, weiß nicht, wen anders vorschicken in die erste Reihe? Naja, das versuche ich ja schon. Einfach auch aus unternehmerischer Logik heraus. Das macht halt irgendwie Sinn, das zu verteilen, das Risiko zu verteilen, die Dinge zu diversifizieren, mehr Menschen sichtbar zu machen, die auch Sachen besser können, die Arbeit zu verteilen. Und das versuche ich seit einer ganzen Weile. Und ja, so also jetzt auch im jetzt Mai eine neue Moderatorin geben, die da von mir sehr viel Moderationssachen übernimmt. Es gibt ja schon jetzt Roland, unser Chefredakteur, der die Keynote-Präsentation hält, da die oder diese Öffnungspräsentation hält. Also ich bin davon nicht genervt, weil ich mache es auch total gerne, aber ich weiß, dass es einfach besser ist, wenn es mehr Leute machen und das ist halt einfach ein Weg und ja, ich bin jetzt auch auf dem Weg, genau wie du. Du hast ja auch mal irgendwo in einem Podcast gesagt, dass du am liebsten mal so ein halbes Jahr dich rausnehmen wolltest ohne Termine. Arbeitest du da stringent drauf hin? Ist das so ein Ziel noch? Es ist ein Ziel, aber ich arbeite jetzt nicht total stringent darauf hin, sondern ich glaube, das wird dann schon sich ergeben. Also wahrscheinlich jetzt, klar, es ist ein bisschen Saisongeschäft, wenn das Festival durch ist, wird sich generell wieder meine Arbeit ein bisschen entspannen. Und dann werden ein paar andere Sachen vielleicht auch gut sortiert sein, hoffentlich. Und dann kommt man so in so eine Phase, wo man sich überlegen könnte, mal ein paar Wochen rauszugehen. Und je nachdem, wie mir das dann gefällt, man vielleicht dann überlegen, im nächsten Jahr nochmal länger rauszugehen. Also das ist schon eine Idee. Aber jetzt nicht ganz konkret. Nicht von heute auf morgen. Ja, ich mache mir dann manchmal Gedanken tatsächlich, wie ist es, wenn ich nicht mehr da bin? Oder wenn's, ich hatte neulich jemanden, die hat mir erzählt, ihr Freund hatte einfach mal einen Herzinfarkt. Toi, 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 das wünschen wir ja niemandem. Aber es war von heute auf morgen. Mhm. Und ich denke dann jedes Mal, was macht man dann? Ich glaube, dann würde es zum Beispiel mein Magazin gar nicht mehr geben, weil das niemand machen will. Also es ist einfach auch anstrengend. Und man muss irgendwie 1000 Sachen zusammenhalten. Aber ich frag mich dann, hast du da vorgesorgt, wenn hast du da manchmal Angst vor auch? Also, oder denkst du gar nicht drüber nach? Ist natürlich auch gut. Naja, also ich denke jetzt nicht immer drüber nach, aber wenn man mal so jetzt dazu aufgefordert wird oder dazu kommt, drüber nachzudenken, ich glaube, bei uns ist es jetzt so, es gibt doch schon viele Menschen, die hier arbeiten, auch super talentiert, super erfahren mittlerweile, dass das meiste wahrscheinlich auch irgendwie weiterlaufen würde. Und dann würden wahrscheinlich so meine Aufgaben aufgeteilt werden. Die Leute würden sich wahrscheinlich Gedanken machen, okay, wer macht was? Und ich glaube, sicherlich würden so ein paar Sachen dann anders sein. Aber das würde schon gehen. Und wahrscheinlich könnte man die Firma dann auch weiter betreiben oder verkaufen. Da jetzt auch schon eine Marke national bekannt ist. Und es ist einfach ein sehr starkes Team. Wir sind jetzt ja fast 400 Leute. Deswegen... Ich glaube, es gäbe sicherlich irgendwie erstmal ein paar Rückfragen oder ein paar Irritationen, aber am Ende ist niemand unersetzlich. Haben wir ja jetzt viele Jahrtausende lang festgestellt und das darf man nicht glauben.
Naja, vielleicht entwickelt dann in deiner Firma jemand ein Hologramm von dir und dann kannst du immer noch mitmachen. Ich hoffe nicht, ja, ich hoffe nicht. Das wird mit so einer KI-Stimme und dann kommst du so als Hologramm wieder und dann bist du gar nicht weg. Ich hoffe nicht, ja. Naja, das wäre auch spannend. Du hast gesagt, 400 Mitarbeitende habt ihr jetzt. Du hast letztes Mal gesagt, du kennst nicht mehr alle beim Namen. Aber ist dir neulich mal jemand über den Weg gelaufen, wo du dachtest, das kenne ich gar nicht, aber richtig toller Job? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall häufig. Also, dass ich Sachen sehe und weiß gar nicht so genau, wer es gemacht hat, aber denke, es wurde echt geil gemacht. Also, das passiert mir schon. Also, denkst du dann, der ist bei uns? Das ist ja stark. Ja, also denke ich häufiger, dass ich echt stolz bin auf das Team. Also auch jetzt, keine Ahnung, einfach weil viele coole Leute jetzt nicht nur beruflich stark und talentiert, sondern auch einfach viel engagierte Leute, die sehr wach, sehr aktiv, teilweise auch in anderen Bereichen sehr talentiert, von sportlich, einfach, ja, ich bin schon sehr, sehr stolz auf diese Truppe, ja. Ja, vielleicht haben sie auch deine Neugier geerbt, das ist ja das, was du immer sagst. Ja, sie schimmern nicht von mir ab, ne? Ja, also, ja, also. Das schimmert dann von dir ab und sie sagen sich, ja, ich möchte auch immer so neugierig bleiben, aber ich habe ja gelernt, dass es auch immer gut ist, neugierig zu sein und zu bleiben und auch Dinge auszuprobieren, die man noch nie gemacht hat. Also ich mache ja ständig irgendwas, was ich noch nie gemacht habe. Das mache ich einfach der Erfahrung wegen. Zum Beispiel, was hast du zuletzt gemacht? Was ich zuletzt gemacht habe, da war ich mal wieder Komparse in einem Film, ein italienischer Film, so Bud Spencer-Nachahmung. Wo wurde der gedreht? Hier, am Großneumarkt tatsächlich und im Rialto. Und das war eine total lustige Erfahrung, weil das Team waren alles Italiener und es war wie in so einem, ich habe gedacht, ich bin in so einer Comedy, weil die alle rumgestiegen. Wie kamst du dahin? Ach so, ich bin ja in so einer Agentur und die haben mich dann vermittelt als Darstellerin oder als Komparsin halt. Und dann kommst du da rein, du weißt gar nicht, was das für ein Film ist. Und dann habe ich mich gefragt, was ist das überhaupt? Dann hat mir jemand erzählt, es ist eine italienische Filmemacher, die aber so eine Co-Produktion mit Deutschland machen. Und die haben dann halt alle Italienisch gesprochen und es war wirklich wie so, alle haben durcheinander geschrien, du hast nur Italienisch gehört und du hast gedacht, und das funktioniert. Also ich hatte das Gefühl, es ist das pure Chaos. Und auch für uns Komparsen, normalerweise kriegt man irgendeine Anweisung, die hat dann irgendwie gefehlt, aber die haben dann immer nur Handzeichen gemacht und man hat dann auf Handzeichen reagiert, so wie Italiener sind. Sie haben mit ihrem ganzen Körper gesprochen. Ja. Und es war sehr witzig, aber danach habe ich gedacht, oh, also 4 Tage und ich habe bestimmt dann irgendwie Kopfweh, weil die haben wirklich geschrien. Und das war auch so eine Erfahrung, die hatte ich vorher noch nicht gemacht. Also ich mache ja öfter Komparse, aber die Erfahrung hatte ich noch nie gemacht. Ja, siehst du mal. Ja, und deswegen ist es immer gut, dass man irgendwas macht oder dann eben eine Rolle wieder einnimmt als Kellnerin. Ich muss ein Tablett tragen. Das ist dann auch mal wieder ganz schön, ne? An alte Zeiten. Was hast du zuletzt gemacht? Was ich vorher noch nicht gemacht habe oder generell? Ja, generell. Oder was du vor kurzem mal gemacht hast, wo du gesagt hast, das habe ich noch nie gemacht. Ich bin dieses Jahr mit dem Zug von Hamburg bis in die Berge gefahren. Das habe ich schon mal gemacht, aber wie damals im Nachtzug oder so häufig im Nachtzug. Jetzt mal so tagsüber dann mit einem Kumpel noch mit dem Auto die letzten Meter über den Pass. Das habe ich schon ganz lange nicht mehr gemacht. Oder vielleicht noch nie so bewusst. Was habe ich noch erstes Mal gemacht? Boah, gute Frage. Ich mache ab und zu neue Fitnessübungen. Aber es sind eher so kleinere Sachen, die ich dann also ausprobiere, die ich bei irgendwie bei Instagram sehe. Oder ich habe jetzt nämlich mit meinem Kollegen Noah, der hat so ein Umhängegürtel, wo man so Gewicht dranhängen kann, dann haben wir damit Klimmzüge gemacht. Also, aber ja, I don't know. Ja gut, also das ist auf jeden Fall auch was Neues. Und wie ja. War das? Alles für sich, also ich weiß ja, das macht das Leben reichhaltiger und die Dinge waren jetzt nicht besonders in allen Fällen abgefahren, es war so erwartbar, aber ja, man muss ja trotzdem, auch wenn die Sachen erwartbar und klein sind, ausprobieren. Also ich mache ja manchmal was, ich sortiere ja manchmal meine Küche um, damit ich nicht diesen, weißt du, ich nehme den Teller aus dem Schrank und ich nehme die Gabel aus dem Schrank. Ich sortiere das immer mal um, aus folgenden Gründen, dass man dann einfach nochmal umdenken muss. Weißt du, dieses ist fast wie so ein Gehirntraining. Aha. Ich mag das manchmal, dass das halt nicht so ist wie sonst.
Also ich mache das dann absichtlich, dass ich Sachen umstelle, damit ich sie dann, okay, deswegen komme ich immer zu spät, sie dann halt suche und deswegen mein Zeitplan durcheinander gerät. Aber ich habe das irgendwann mal angefangen, dass ich das irgendwie mache, um mir selber so ein, weiß ich nicht, so ein Geisteskick zu verschaffen und dann zu denken so, ah, ich habe umgeräumt. Ha, wo habe ich es hingeräumt? Okay. Okay. Und dann suche ich halt nur. Na gut. Ja, aber das, ich weiß nicht, ob das auch so ein Lebenstipp ist, aber es ist, um sich immer wieder neu zu erfinden oder einfach nicht in diese Routine zu kommen, weißt du? Kennst du das, wenn du morgens, du könntest wahrscheinlich mit geschlossenen Augen in die Küche gehen und einen Becher holen? Ja, ja, weil wir haben die Abwechslung sind da andere Art morgens. Also da. Okay, also, mit den Kindern. Genau, ja. Ja, gut, mein Sohn ist jetzt 15, weißt du, es verändert sich stark. Ja, ja, ja. Also ich war neulich übrigens auf dem roten Teppich hier bei Channel 8 und da waren fast nur TikTok, Instagram, Influencer und ich hatte keine Ahnung, wer das ist. Das war übrigens auch ein Learning, wo ich gedacht habe, ich bin sehr alt und ich habe dann mit meinem Sohn immer per WhatsApp, ich so, wer ist das? Und er so, Mama, kennst du die nicht? Das ist die und die, mach mal ein Foto mit der. Und ich habe immer gedacht, wer ist das? Ja, also, aber hast du es auch? Manchmal. Also ich durch den Job kenne ich natürlich noch viele so, aber klar, ich meine, es ist jetzt ja nicht nur das Alter, sondern auch einfach die Vielfalt. Es gibt jetzt ja so viele verschiedene Influencer. Selbst wenn die jetzt in meinem Alter sind, kann man die nicht alle kennen. Ne? Also insofern habe ich es auch manchmal, ja. Ja, also ich sag dir, mein Sohn ist da, ich hätte ihn mitnehmen sollen, er ist einfach 15 und ich sehe halt immer, was ihn interessiert und was da so digital auch los ist und dann denke ich, was ich hier so mache und deswegen kann man schon fast sagen, Instagram ist auch schon wieder für alte Leute, ne? Ein bisschen, ne? Ist auf jeden Fall älter geworden, glaube ich, ja. Ja, machst du denn TikTok? Ich komme jetzt mal rein. Ja, aber... Und wir haben mit OMR machen wir jetzt, mit, also haben wir einige Kollegen, die es machen, aber ich... Mach irgendwie vor allen Dingen Instagram gucke ich mir viel an, Twitter gucke ich mir viel an, LinkedIn ein bisschen. Twitter hast du mir letztes Mal gesagt, da guckst du immer, was los ist, das heißt ja jetzt X. Aber tust du das noch? Also weil diese Plattform ist ja auch so ein bisschen streitbar geworden. Ja, aber für meine Zwecke ist es vollkommen okay. Also ich habe da die Accounts, die ich teilweise sogar aktiv ansteuere, also gar keinen Algorithmus, sondern ich gehe auf die Accounts von Leuten, die immer interessante Links teilen und dann weißt du alles. Dann finde ich das, was ich brauche, ja. Ich habe von Kessler Schlenz übrigens den tollen Tipp. Er hat gesagt, wenn du wissen willst, was in der Welt los ist, musst du morgens Deutschlandfunk hören. Dann weißt du eigentlich alles. Ja, was, also muss ich gestehen, mache ich zu wenig. Lediglich manchmal, wenn ich irgendwie in einem Leihauto oder Carsharing Deutschlandfunk eingestellt ist, das ist manchmal der Fall. Dann höre ich manchmal so rein. Ja, er hat mir gesagt, den Tipp hat er von Harald Schmidt und er hat festgestellt, dass da wirklich alles aktuell ist. Da sind dann auch die großen Politiker, die zu Wort kommen und da hat man so das ganze Tagesgeschehen schon und deswegen hört er immer morgens einmal Deutschlandfunk und dann weiß er Bescheid. Na gut. So, müssen wir uns mal notieren als Tipp. Ja. Aber ja, kann ich weiß mir gar nicht noch merken. Ja, ich ehrlicherweise habe gemerkt, dass ich zu wenig gucke, was andere machen und deswegen verliere ich mich auch manchmal und kriege nicht alles mit, was so passiert auf der Welt. Ist auch schlecht, ne? Darf man gar nicht sagen. Apropos Tipp, der Podcast dauert ja immer nur 20 bis 30 Minuten. Aber zum Schluss frage ich ja immer, was gibt es so einen Tipp für Hamburg? Du hast, ich weiß gar nicht mehr, was du letztes Mal gesagt hast. Das war auch was Schönes. Aber ich frage ja immer alle. Duckdalben war zum Beispiel, kam bei jemandem, der gesagt hat, dann muss man in die Duckdalben gehen. Weil man da alte Seefahrer trifft und die haben immer was zu erzählen und das ist für alle öffentlich und da kann man so richtige Seefahrergeschichten sich abholen. Ist am Hafen, die Seemänner machen da immer Stationen und da gibt es dann auch Kaffee und Kuchen und Bier und dann kann man mit denen ein bisschen reden und die tollsten Geschichten hören. Vielleicht hast du auch so einen Tipp, wo du sagst, ha, da... Zora Klipp hat mir erzählt, dass in St. Pauli in der Seitenstraße, sie ist ja Köchin, dass da in St. Pauli jemand ganz fantastische Piroggen macht im Hinterhof, wo man dann so auf Bierbänken sitzt. Hast du sowas? Hast du noch so Zeit, überhaupt sowas zu entdecken? Doch, auf jeden Fall und ich versuche es auch. Ich bin immer so, da ist ja halt die Frage, wonach sucht man auch, ne? Ich
suche jetzt immer zum Beispiel nach gutem asiatischem Essen. Ich gehe gerne zum Chinesen am Hauptbahnhof, so komisch es klingt. Shudu, aus meiner Sicht, wenn man da die chinesische Karte bestellt, ist eines der besten chinesischen Restaurants, also gerade mit der chinesischen Karte, obwohl es im Hauptbahnhof aussieht wie so ein Touri-Spot, ist es wirklich echt eine super authentische Küche. Fällt mir jetzt so bei Kulinarik ein. Da war ich übrigens noch nie. Ja, geht man auch normal nicht hin, das Hamburger. Nee, denkt man nicht dran. An den Hauptbahnhof geht man selten. Ja, dann ich habe jetzt, was ich auch richtig cool fand, aber es ist jetzt wieder vorbei. Es gibt ja in Hamburg das Hockey-Phänomen, also so Hockey spielen. Und innerhalb des Hockey-Phänomens ist nochmal das Hallenhockey. Das ist so eine ganz kurze Saison, die sind, glaube ich, nur 8 Spieltage oder sowas oder 10. Also wenige Spieler in der Halle, aber so die besten Hockey- oder Hallenhockeyspieler der Welt spielen überwiegend in Hamburg. Man kann dann da so zwischen Dezember und Ende Januar echt das in so kleinen Hallen da echt Weltklasse Hallenhockey gucken. Und das habe ich ein paar Mal gemacht. 2-3 Mal war ich jetzt dieses Jahr da bei so Spielen. Aber es hat ja immer nur Dezember und Januar. Aber es war echt auch super. Willst du selber dann spielen? Also ich habe immer, wenn ich zugucke, dann will ich immer selber mitmachen. Nein, das ist schon Weltklasse-Sport. Also jetzt in der Nische, aber echt gut zum Zugucken. Ansonsten, was kann man denn noch so empfehlen? Ich war bei den Towers beim Basketball. Mit Kindern? Machst du da was? Wo du sagst, da warst du neulich und das fandest du auch nicht schlecht? Wir betreiben ja hier mit der Firma auch eine Sporthalle, die Baumwall-Sporthalle hinter Michel, so eine Mehrzweckhalle. Da sind wir ab und zu mal, kann man sich Hallenzeiten mieten. Ja, das habe ich übrigens schon mal gemacht. Ja. Ohne, dass ich wusste, dass es zu euch gehört. Das ist so, da hat mein Sohn seinen 6. Geburtstag gefeiert und wir haben die Sporthalle gemietet, oder war es sein 7. Geburtstag? Und dann haben die Kinder da ewig Fußball gespielt und waren schön kaputt. Das ist aber 8 Jahre her. 8 Jahre her, ja. Es war ganz zu Anfang, da war es noch gar nicht so publik und ich wohne da in der Nähe und dann dachte ich, wie können wir diese Kinder auspowern? Und dann hatte er ja auch nur Jungs eingeladen und dann haben die da Fußball gespielt. Und krass, du hast das recht, wahrscheinlich haben wir die Halle schon seit 8 Jahren. Ja, es war gar nicht lange her. Krass. Ja, ja. Und da muss ich nämlich, hat mir jemand gesagt, da musst du die und die Firma fragen und da ist mir es gar nicht geläufig gewesen. Und da dachte ich, hä? Und davor waren nämlich Menschen, die auch da Fußball gespielt haben und die gesagt haben, ja, wir sind von der Firma und manchmal spielen wir hier Fußball. Ja, siehst du mal. Waren deine Kollegen damals? Vielleicht, ja. Damals wart ihr aber noch nicht 400. Nein, da waren 100 Leute oder so vielleicht. Ja. Aber die kann man mieten, ne? Genau, baumwall-sporthalle.de. Und dann kann man... Einfach da Hallenzeiten angucken, dann sich bei meinem Kollegen melden, ja. Aber du wolltest sagen, was du da Tolles gemacht hast. Nee, die kann man mieten, da kann man da in der Halle auch mit Kindern spielen und sowas. Ah, ja. Machst du das manchmal? Ja. Also, und dann hast du den Geburtstag von deinen Kindern da auch schon gefeiert? Auch schon mal, ja. Ich habe es tatsächlich, wie gesagt, gemacht und ich war sehr dankbar über diese Halle. Ja. Es kann nichts kaputt gehen und die Kinder können alle im Kreis laufen, ja. bis sie nicht mehr können. Aber jetzt mit 15 ist es halt vorbei, leider. Also da muss man andere Dinge machen. Ja. Naja, da geht es dann halt schon los mit, wir wollen eine echte Party. Mit Drogen. Nee, das nicht. Also ich habe ja meinen Sohn. Ich hoffe nicht. Nee, mein Sohn, der spielt ja Volleyball und er möchte ja in die Landesliga oder wie das heißt, oder in die Liga-Auswahl für die Landesvertretung so. Und er ist 5-mal die Woche beim Training und Volleyball ist übrigens auch super faszinierend. Da ist auch immer kaum jemand. Aber es zu schauen macht richtig Spaß. Ist nicht in Lüneburg so eine starke Volleyballmannschaft? Ich weiß gar nicht, aber er spielt jetzt hier in Eimsbüttel und die fahren jetzt am Wochenende sogar nach Dänemark und haben da Spiele. Mhm. Also ich sag mal so, ich gucke total gern beim Volleyball zu, weil das so ein ganz anderes Sportverhalten ist von den Zuschauern als beim Fußball. Also wird ja nicht gegrölt, ne? Also sie klatschen zwischendrin. So, aber wenn der Aufschlag kommt, dann ist alles ruhig. Ja. Finde ich spannend, wie oder? Beim Tennis. Ja, ist auch beim Tennis so, ne? Naja, aber deswegen, ich finde diese Sportarten, die gar nicht so populär sind, spannend. Ich war übrigens das erste Mal im St. Pauli-Stadion zu einem Spiel und ich wohne seit 2003 hier und war da noch nie. Das habe ich übrigens auch zum ersten Mal gemacht. Ja, siehst du. Ja, da habe ich gedacht, Mensch, und jetzt bin ich auch beim Fußball angekommen. Ja, weil so in St. Pauli war ich schon ein paar Mal. Ja? Mit doch klar. Wie fandest du es? Cool, ich gehe gerne hin. Also, ja. Also schon echt immer noch ein cooles Erlebnis meistens. Ich habe überlegt, ob ich eine Dauerkarte kaufe, so toll fand ich es. Ja, siehst du. Dabei habe ich gar keine Ahnung von Fußball, aber egal. Vielen Dank, die Podcast-Zeit ist um.
Es war sehr schön. Ich freue mich sehr aufs OMR, wie sich das reimt. Ja. Und ich hoffe, deine Freude ist auch ungetrübt. Meine auch. Ich bin auch angespannt und freue mich. Und freue mich aber auch, wenn es wieder vorbei ist und es alles gut geklappt hat. Karten gibt's ja noch. Und Karten gibt's noch auf jeden Fall. Ja, dann. Danke dir. Bis dann. Ciao, ciao.